Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play FIFA 13. Mein Name ist SchicklingLP und wir starten eine Karriere, eine neue Karriere. Trainerkarriere. Und zwar in Deutschland. In der Bundesliga. Hallo. Ja, jetzt hat. Und zwar als der VfB Stuttgart. Ich habe hier auch mal einen eigenen Spieler erstellt. Hier da unten in der Startelf. SchicklingLP. Und ich würde mal sagen, weiter. Und das Stadion heißt eindeutig nicht Stadion Olympic, sondern Mercedes-Benz Arena. Anwenden können. Ansonsten. Und sorry, ich mache auf Halbprofi. Ich bin in diesem Spiel so ein Noob. Also, mal ganz im Ernst. So, aktuelle, individuelle. Weiter. So, So, machen wir mal Jakob. Kunz. Wir kommen aus Österreich. Ist das bei O eingespeichert oder wo? Ja, sag einmal. Wo ist denn hier Österreich? Das müsste doch eigentlich hier. Oder ist das hierher gerutscht? Nee. Sehr strange. Gibt's denn wenigstens die Schweiz? Ja, die Schweiz. Die Schweiz gibt's. Aber ich suche noch mal kurz weiter. Nee, finde ich einfach nicht. So, passt. So, ich trage Anzug, aber nicht in Marineblau. In Grau, ja. Und wir sind regulär gebaut. So. VfB Stuttgart beruft Kunz als neuen Chef. Naja. Klingt jetzt irgendwie dämlich, aber naja. Ich erstelle eine neue Karriere. Ich habe schon zwei Anläufe hinter mir. VfB Stuttgart. Stuttgart. So. Dann schauen wir mal kurz ins Teammanagement. So, Kader. Und jetzt, also Schickling LP, lassen wir auf jeden Fall in der Startaufstellung. Allerdings würde ich gerne Ibisevic da auch irgendwie auf die Ersatzbank wenigstens setzen. Ja, zum Beispiel Hoogland kenne ich nicht. So, dann haben wir dann als Linksverteidiger. Was können wir denn? Achso, Molinaro ist besser. Nehmen wir den. Und hier den schon mal, würde ich sagen, auch mal weg. Oder tun wir den Niedermeier hin? Ja, doch. Gut. Kapitäne und Schützen. Ja, Elfmeter schieß ich. Ja.
Ja, gut. Dann Trikotnummer. Ich würde gerne meine Trikotnummer bearbeiten. Und zwar würde ich sehr gerne mit der 50 spielen, wenn es in Ordnung für das Spiel wäre. Ja, scheint okay zu sein. Gut, dann mal weiter. Stuttgart-Vorstand, Ligaziele. Mittelfeldplatz belegen. Ja, ich denke, das schaffe ich. Sollte dieses Ziel möglicherweise über einen Pokalwettbewerb erreicht, das Ligaziel jedoch verfehlt werden, könnte das nicht genügen, um unsere Kriterien zu erfüllen. Na dann. So, nationaler Pokal. Wir sollten das Viertelfinale erreichen. Na dann. Ja, das ist mir wurscht. Ob der Transfermarkt offen ist, weil. Mal ganz kurz, wie viel Geld haben wir da? Ja, weiter. Kriegen wir das irgendwo angezeigt, wie viel Geld wir haben? Wir können mal Spieler verkaufen. Auf Transferliste setzen. So, zurück. Dann ah ja, den Weiß, den kann man auch mal verkaufen. Auf Leihliste. Gut, ja. Zurück. Zurück und weiter. Hämlein vor Abschied. Oh, Weiß versucht zu beeindrucken. So ein Transferangebot für Ibisevic, dass ich nicht lache. Angebot ablehnen. So. Ich weiß, es zieht sich so ein bisschen. Kakao verkaufe ich ebenfalls nicht. Nur die wollen halt immer die besten Spieler. Das ist das Problem. Roma verhofft, Huntelaar bald zu verpflichten. Ja, dann wäre mir der Bescheid nicht mehr im Weg. So, Nationaltrainer. Du. Na dann. Ja, das ist mir doch wurscht. Wer hofft, ihn zu verpflichten? Ignoriere das jetzt immer. Punkt.
Transferangebot für Hemline. Da müsst ihr aber schon 775.000 zahlen. Da würde ich jetzt kleinlich sein. So, nächste Partie. Ja, nächste Partie. Partie spielen. Auch wenn ich ein vollkommener Noob bin. So, die Trikots. Wo spielen wir denn mal in welchem Trikot? Das ist, denke ich mal, gut. Oh Gott, gleich ein spanischer Erstligist. Okay, hier drittes Trikot. So. Ich hoffe, ich kann's noch. Ich habe bisher noch kein volles Spiel gespielt. VfB Stuttgart gegen Levante UD. Mercedes-Benz an den Freundschaftsspiel. Normalerweise wäre ein Spielkommentar von Frank Buschmann und Manni Breukmann. Doch den habe ich ausgeschaltet, da es ja ein Let's Play ist und ich ja gerne etwas erzählen möchte. So ein bisschen zumindest. Afonso Secretario ist der Schiedsrichter, ein Brasilianer. So, ja. Genau, Start. Ja, und ganz vorne, hier in der Spitze, Schickling. Okay, mal schauen, ob der so gut wird. Und ich habe ihn nicht vollkommen hochgeskillt, dass der so irgendwie der perfekte Spieler ist. Also, ich habe ihn so ein bisschen naturgetreu designt, um es so zu formulieren. So, der Spielball. Der Spiel. Das war knapp. So, und hau mal den Ball einfach nach vor.
Flanke kann ja nie schaden. Also doch kann sie, wenn sie zum Gegner geht. Ein Foul? Das war doch kein Foul. Gelb! Gelb. Na gut. Naja, es war schon relativ brutal. Und dann auch noch das Bein durch den Kopf. So, jetzt Okazaki, mach was draus. So, da wären wir gerade fast an den Ball gekommen. So, und ich spiele vollkommen das Pressing. So. So, das war so klar, dass wir den Ball verlieren würden. Aber schon wieder gewonnen. So, Gentner. Die Flanken kommen irgendwie immer zu kurz oder zu hoch. Ich habe noch keine perfekte Flanke in diesem Spiel geschossen. Im Ernst. Naja. Lauf Rodriguez. Nur ein Glück, dass mir die Grätsche dann gerade nicht gesessen hat. Aber ich finde, ich halte mich ganz gut dafür, dass ich ein vollkommener Noob bin. So, das war jetzt natürlich total gezielt, so, aber okay. Das war jetzt aber auch sportlich, ja. Also ich mache echt zu gefährliche Sachen in meinem Strafraum. Ja, das genau meine ich. Ja, großartig, dass da auf einmal die Kameraeinstellung wechselt und ich deswegen nicht sehe, wo ich hinlaufen muss. Großartig. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie ein schönes Tor. Leider. Ist halt so ein typischer Abstauber. Allerdings muss man so einen Ball auch erstmal Volley nehmen. Naja, war ein Aufsetzer drin, aber
mal ganz ruhig. Boah, das war super. Ja, es werden jetzt Kommentare kommen. Wenn das so klar war, wieso machst du das denn? Ich hab das gemacht, um nach vorne zu kommen. Das ist nicht wahr, oder? So, ich will die blöde Wiederholung nicht. Blöder Trottel. So. Passen. So, jetzt. Panik. Läuft. Du. Was läufst du? So, jetzt aber mal im Ernst. Es muss doch irgendwie möglich sein, hier durchzukommen. Ja, 3-0. Schön. Aber wir spielen immerhin hier gegen einen spanischen Erstligisten, erklärt nicht mich für schuldig. Haha, Einwurf für uns. So, jetzt probiere ich mal was. Ja, was grundsätzlich theoretisch sogar funktionieren würde. Wenn da nicht die Gegner im Weg stehen. Ja, dann in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der zweiten Halbzeit. Krummel. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Hier nochmal die Highlights. Und dann setze ich auch mal einen Cut, sobald die Highlights fertig sind. Ja, gut, jetzt sind die Highlights fertig. Bis demnächst mal.